So, aber nichtsdestotrotz. So, wir haben ein Büro gemietet. Und jetzt? Wo ist der Onkel Fred? Gab es die Mission schon? Habe ich irgendwas verpasst? Glückwunsch zu deiner neuen Hauptverwaltung. Da werden die Spitzenkräfte deines Unternehmens arbeiten. Zuerst müssen wir Mitarbeiter anwerben. Wir brauchen einen Einkäufer, der Importverträge für uns abschließt. Das ist auch so dämlich. Jetzt rennen wir dahinter und holen uns. Also nichts gegen das Tutorial. Ich bin von dieser Mission noch nicht überzeugt. Ich zeig euch warum. Ich laufe jetzt absichtlich in die Falle, die ich kenne. Wo ist denn die S-Bahn? Brauche eine S-Bahn. So, Anderson Recruitment hat Kundendienst Teilzeit. Ich will Vollzeitleute, nicht Teilzeitleute. Das gleiche mit den Personalverwaltungen. Die schicken da jeden vorbei. Ob du die willst oder nicht, spielt keine Rolle. So, S-Bahn. Wir müssen ganz hier rüber. Wo ist hier die nächste? Boah, ist das weit weg. Okay, wir nehmen Taxi. 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 Danke. 9 Uhr morgens, das klappt. Hier wollen wir her. Kostet 104 Dollar. Hä? Sag mal, kann das sein, dass die Beta 9 mehr Bugs hat als die Beta 8? Hier geht ja gar nichts mehr. Die Taxifahrt hat jetzt überhaupt nicht mehr funktioniert. Houston? Wo ist mein Spieler? Wann hat denn das letzte Mal gespeichert? Hauptmenü. Ja, ich bin mir sicher, dass ich zurück ins Hauptmenü will. Spiel laden. Ist nicht lange her. Recovery 2. Congratulations on your new Jetzt headquarters. ge die, auch This die is where Mission all war your nicht top da. employees will be located. Jetzt ist sie da. But we have to start hiring. And the first thing Jetzt we need laufen auch is a wieder Leute purchasing rum. agent to help get us some important contracts. Strange. So, Taxi. Wir versuchen es nochmal. So, da wollen wir hinfahren. Jetzt kosten wir 99 Dollar. Und jetzt sind wir auch hier. So sollte das normal funktionieren. Jo, Teilzeit suchen wir nicht. Mal mit der hier reden. Wir suchen Einkäufer. Für FreiHQ suchen wir einen Einkäufer. Die billigste Methode zu suchen. 10 Bewerber in 10 Tagen. Dauert zwar länger, aber ist am billigsten. Jo, kaufe einen Computer, einen Schreibtisch und einen Stuhl bei Mr. Scotts Office. Den haben wir da oben. Nicht weit von hier. Nicht überfahren lassen. Was ein Glück, gibt's Autosaves.
So, dann sind wir hier im Office-Laden. Was sollen wir kaufen? Ein Computer. Einmal Computer. Was haben wir denn da? Preiswerte Kaffeemaschine. Die haben sie jetzt dahingestellt. Ich find's geil. Wie Auto was? Einen Stuhl. Nehmen wir den Mehrzweckstuhl. Und so ein Zweier-Schreibtisch. Hier kriege ich einen Schreibtisch an und laden auf. Ne? Bei IKEA Bohack funktioniert es nicht mehr. So. Jetzt sage ich mal willkommen in New York. Jetzt machen wir mal New York-Style Warentransport. Mit der Sackkarre durch die Stadt in die U-Bahn rein. So, wo ist unser schönes Hauptquartier da oben? Hallo Gebäude, du warst hoch. So, wo müssen wir hin? Eins hoch, eins rüber. Kann man nicht mal mit Tastatur spielen? Ging doch auch mal eine Zeit lang, oder nicht? War das nicht immer so, wenn du W gedrückt hast, ist er nach vorne gelaufen? Auto speichern. Scav. Nicht Auto was? Auto speichern. Autosaves. So, Schreibtisch 2 platzieren. Also das mit den Stühlen und so, das ist scheinbar echt gewollt. Das war kein Bug. Wenn ich da jetzt einen Computer draufstelle, Achtung. Und jetzt den Stuhl davor stellen. Das war kein Bug. Haben sie nicht behoben. Du musst den Computer anklicken. Mit dem Stuhl. Der aufgehobene Stuhl musst du den Computer anklicken. Dann nimmt das. Scheinbar. Das ist die Idee dahinter, die dir nirgends erklärt wird und die mich erstmal komplett überfordert hat. Reinigung Vollzeit. Ja, wobei Reinigung. Ne, wir brauchen ja keine Reinigung mehr. Haben wir ja schon. Ja, genau. Wenn das gewollt ist, warum schreiben Sie es nirgendwo? Aber Sie haben vorhin irgendwas gesagt von wegen. Ich soll den Stuhl mit dem Computer verbinden. Und da ist mir eingefallen, also muss ich mit dem Stuhl den Computer anklicken. Dann stellt er den da ab. Und dann ist das verbunden. Also ist es gewollt. Das haben Sie vorhin über so ein Tutorial hier erklärt. Upsa, Mitarbeiter hat Ausbildung beendet. Wo haben wir so? Du bist bei Pan 50, das ist gut. Du darfst direkt wieder los. Weiter ausbilden. So, du gehst
in die flotte Klamotte und dich tauschen wir aus gegen den, der momentan dort ist. Ja, man stellt es einfach gewohnheitsmäßig einfach davor, aber irgendwie soll man es anklicken. Also, ja. Ich weiß nicht so genau, was ich davon halten soll. Es wird sehr viel Irritation geben, glaube ich. Wenn das nächsten Monat im Early Access kommt. Ich kann mir das schon richtig schön vorstellen. So, weise Einkäufer zu. Das heißt, wir sollen jetzt einen Einkäufer einstellen. Dazu müssen wir auf eine Bewerbung warten. Taxi. Fahr mich mal heim. Wir müssen jetzt auf einen Bewerber warten. Können wir auch zu Hause warten. Ja, gehen wir schlafen bis zum nächsten Morgen. 16.000 verdienen wir mit unseren drei Unternehmen. Also jetzt können wir dann langsam in die Planung gehen. Wenn du 16.000 verdienst jeden Tag, dann wird es langsam. Wobei ein LKW könnten wir immer noch nicht kaufen, der kostet 98.000. Aber musste, glaube ich, auch nicht für eine Mission, ne? Ein LKW kaufen. Das haben sie abgeändert. Da musst du jetzt einen Lieferwagen kaufen. So, wir warten verzweifelt auf einen Einkäufer. Stellen uns mal nach draußen und gucken mal aufs Handy. Der Kundenservice müsste jetzt langsam besser werden. Also nicht bei denen, sondern bei... Ja, wieder falscher Knopf, bei denen. Soll der Kundenservice jetzt langsam besser werden? Weil hier jetzt eine bessere Verkäuferin arbeitet, die ist über 50 im Kundendienst und das sollte jetzt besser funktionieren. So. Ich bin gerade am Überlegen. Mal schnell was trinken. Wir fahren mal zu dem Klamottenladen. Weil ich einfach mal schauen will. Ja. Ja, ja, ist ja gut, ist ja gut, ist ja gut. New York, Straßenverkehr. Immer wieder ein Highlight, wenn man fährt wie ich. So, weil der Laden macht jetzt auf und jetzt steht hier besseres Personal. Jetzt müssten wir ja sowas lesen wie, dass es nicht mehr so schrecklich ist, hier einzukaufen. Wenn überhaupt noch Kundschaft kommt. Wow, die rennen uns ja die Bude ein. Der Kassierer pfeift schon. Moin, moin, Flancy. Wir stehen hier gerade rum und warten. Sehr spannend.
Aber gehört halt zum Spiel. Also Kunde. Achtung, Kunde droht mit Auftrag. So, der kauft mal ein bisschen ein. Ich bin mal gespannt, was er zum Kassierer sagt. Ganze Zeit haben sie sich beschwert, jetzt steht da jemand anders. Da müsste eigentlich jetzt der Kundenservice hochgehen. Das Kunden, die da gehen, oder ist das der Kassierer? Der meckert schon mal nicht. Der meckert auch nicht. Also, sie müssen über 50 sein. Ich habe gedacht, sie müssten über 40 sein, dass sie nicht mehr meckern, aber sie müssen über 50 sein, dass sie nicht mehr meckern. So, wir haben jetzt echt alles gemacht, um unsere Kunden happy zu machen. So langsam könnten sie es uns mal ein bisschen spüren lassen, indem dann auch die Kundenzufriedenheit hier steigt. Ich meine, ich habe das Ding in einen anderen Boden reingelegt, andere Wände gemacht, über 10.000 in die Renovierung von dem Laden gesteckt. Wir haben einen Lautsprecher gekauft, dass hier drin Musik ist, die wir nicht hören. Bin immer noch am Überlegen, hören wir die nur nicht, weil... Gibt's doch nicht. Der hat die aber doch schon mal gespielt. Also eigentlich soll hier Musik laufen, wenn die Box da ist. Das ist auch geil. Wenn ich hier am Regler was verstell, dann läuft er durch die Gegend. Jo. Ich bin echt mal gespannt auf den Early Access nächsten Monat. Guck mal, der arbeitet bei uns und geht einkaufen. Der hat das Gleiche, der hat doch unser. Der hat unsere Uniform an. Eindeutig. Ah, neue Nachricht. Na, Anderson. Anderson Recruitment. Ich warte auf die anderen, ich warte auf die City Workforce. Wir brauchen einen Einkäufer. Weil, sag mal, Kumpel, jetzt mal ganz im Ernst hier. Du läufst hier rum, das ist doch unsere Uniform, oder nicht? Kann doch nicht sein, dass der in unserer Dienstkleidung durch die Gegend läuft. Also, was ich halt auch krass finde, wenn die einkaufen, werden die Regale leerer. Die nehmen sich da scheinbar wirklich was weg. So irgendwie. Simuliert zumindest. Sieht teilweise echt so aus, wie dass die reingreift und dann verschwindet das Kleidungsstück. Manchmal auch nicht. Ah, City Workforce. Da sind sie. Einkäufer. Oh Gott, 34. Schreibtisch. Er will einen Schreibtisch 2. Das ist schon mal gut. 24 Dollar. Einstellen. Das war der nächste Step. Hier drauf, jetzt müssen wir noch zuweisen. Ah ne, doch. Moment, Zeitplan. Zugewiesen. Ah, Progress.
progress. Your first operational employee working from your brand new headquarters. Starting to sound pretty fancy, huh? Now, we need to get your purchasing agent working. But first, we need a place to store all your imported products. Ja, jetzt geht nämlich der Wahnsinn hier los. Ne? Du hast ein Büro gemietet. Also jetzt nehmen wir mal an, ich habe die Quest gekriegt, da hatte ich 40.000. Nehmen wir mal an, du nimmst dann die Quest an. Und also du hast sie ja sowieso. Und dann machst du ein Büro. Und jetzt kriegst du als nächstes die Aufgabe, du sollst ein Lagerhaus mieten. So, wo ist denn hier ein Lagerhaus? Lagerhaus ist hier direkt ums Eck. Hier haben wir eins. Ich glaube, die hier sind ein bisschen größer. Die größeren haben zwei Tore, die kleineren haben, glaube ich, eins, ne? Die haben aber alle die gleiche Größe irgendwie. Also ich bin gerade verwirrt. Also hier sind definitiv... Weiß es nicht. Ah, nee, das ist ein großes. Ich glaube, wir mieten gleich ein großes. So, das haut dann auch schon mal rein. Hat zwei Laderampen. Ich meine, wir wollen ja ein Zentrallager, wo wir alles einkaufen können, was wir brauchen, um es zu verteilen. So, jetzt haben wir ein Lagerhaus gemietet. Jetzt sollen wir mindestens ein Palettenregal kaufen. Na, dann komm mal, ja. Auto. Äh, 60 von Onkel Freds Zielen habe ich abgeschlossen. Auch interessant, dass das ein Erfolg ist. So, jetzt muss ich 3.000 für so ein Regal bezahlen. Wir nehmen mal 3. Sind wir wieder 9.000 los. Warum nehme ich 3? Weil ja, wir brauchen halt, wenn wir ein Zentrallager aufbauen, natürlich schon ein Lager. Also mit einem Regal ist da nicht getan. So, wo ist mein Warenhaus? Gerade irritiert, da unten. Ich hätte auch eins da oben nehmen können, ne? Wäre ich näher dran gewesen. Ach, auch egal. Spielt ja keine Rolle, da müssen wir wahrscheinlich kaum hin. Höchstens um neue Regale aufzustellen. Ups, ja. Wir könnten jetzt reinfahren, theoretisch. Aber das will ich gerade im Moment nicht, weil sonst denkt er am Schluss noch, ich will den hier zuweisen. Ja. Okay, man verhindert wieder, dass ich hier parke. Okay. Dann parken wir einfach gegen die Fahrtrichtung hier. Irgendwie kriegen wir es schon hin. So, hier darf ich leider nicht parken. Obwohl es mir gehört, ist die Grenzmarkierung Halteverbot. So, wir parken und laden aus. Und dann gehen wir da rein. Jetzt bauen wir Regale auf. So, wie weit komme ich hier rüber? Wie weit komme ich hinter? So. Ah, this is excellent. We'll use this warehouse to store your products until we can get them into your stores. We'll get back to that later. But now, okay. Start stocking up these beautiful new shelves. So, jetzt will er, dass wir Ware bestellen. Also ich finde das schon irre, wie viel Kohle wir binden müssen. Ah, super. Ne, muss alles noch ein bisschen vor. Bin mal gespannt, ob wir auf dem Weg pleite gehen.
So, richte eine Importpartnerschaft mit Jet Cargo ein. Ja, wenn du hier parkst, ist illegal, obwohl es dein eigener Zugang ist. So, die ersten Leute stehen wieder rum. Es hält nicht lang. Ich weiß nicht warum. Ich glaube, Jet Cargo hat schon zu jetzt. Ups, ups. Müsst doch mal anfangen, die erste Aufnahme zu cutten und mal die ersten Videos hochzuladen. Bin mal gespannt. So, Fahrzeug parken. Ach nee, Sakara brauchen wir nicht. Wir brauchen einfach nur Zugang. In 14 Stunden hat er wieder auf. Ja, es ist kurz was holen geht hier nicht. Egal, wo du illegal parkst, es dauert nicht lang, da hast du einen Knollen. Dreißig Minuten Videos. Und das ist schon zu lang für YouTube. Also für YouTube, die Plattform, nicht für die Leute, die Videos gucken. Da habe ich mal gewohnt, da wohne ich nicht mehr. Wenn es nach YouTube ging, würde ich Shorts machen. Hallo, The Rain. Du warst doch schon mal da vorhin, oder nicht? Bin gerade irritiert. Nee. War das gestern? Verwechsel ich es gerade mit gestern? Kann natürlich sein. So, wir parken und gehen mal in die Wohnung. Ja, Hub.